Hallo, mein Lieben, da bin ich mal wieder mit einem Video. Und zwar möchte ich euch meine fertigen Sachen zeigen. Ein kleines Craft-Update. Und ja, ich habe ja meine Riesenschlüssel und die habe ich jetzt ein bisschen weiterverarbeitet. Und zwar einmal hier einmal so. Da habe ich Perlen drauf, also Halbperlen drauf geklebt. Und so Holzengel. Den hat meine Mama im Flur hängen. Habe ich schnell gemopst, um ihn euch zu zeigen. Fokus. So. Dann habe ich ein so gemacht. Und zwar auch da oben so ein Holzelement, also so ein Holzengel draufgeklebt und dann mit Draht umwickelt mit Perlen dran, in wie der Schlüssel auch ist, in Rot und Blau mit so Crackle-Perlen. Ja, den finde ich auch recht hübsch. Da habe ich jetzt so schon so ein Teil dran gemacht. Da muss ich jetzt nur noch so ein Band rum machen. Dann habe ich mich ausprobiert an meinen Bilderrahmen. Und zwar habe ich einmal hier den in Schwarz-Weiß gegossen. Das habt ihr ja, glaube ich, gesehen in meinem Tutorial. Nee, das waren nicht die beiden, glaube ich. Das waren andere. In Schwarz-Weiß. Und weil ich die Sailor Moon in Schwarz-Weiß, also so gehabt habe, habe ich das dann auch so gegossen. Hinten dran habe ich so Stoff geklebt. Dann habe ich nochmal so einen Schwarz-Weißen, der ist aus meinem Tutorial, wo ich gemacht habe. Wenn ihr das quietschen hört, das sind meine Meerschweinchen, denn ich habe seit Freitag ein kleines Meerschweinchen. Und hier, das habe ich euch gezeigt und da habe ich den gestreiften Hintergrund dran gemacht. Und das finde ich auch recht hübsch. Ja, es ist halt schon spät und wegen Licht. Aber ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Dann habe ich ja diesen Cellini-Rahmen gemacht. Und ihr seht ja auch wieder zweifarbig. Hinten dran habe ich auch diese Sterne gemacht. Und da sieht man sie auch leicht durch, aber das ist ja nicht schlimm. Ich finde ihn trotzdem toll. Machen wir es mal so. Und dann mein Frozen Bilderrahmen. Da habe ich so diese Styropor-Kügelchen, wo es gab zu Weihnachten, in die Hälfte geschnitten und in drei verschiedenen Größen und habe den auch in zwei Farben gegossen, sollte hellblau sein und weiß. Und in dem hellblauen hatte ich weißen Glitzer und in dem weißen hatte ich blauen Glitzer und hatte vergessen, dass das ja absinkt, wenn es trocken ist. Hier hatte ich so eine Schneeflocke drauf geklebt, so eine. Und dann habe ich mit Bastelkleber und Mikroperlen in Blau und Weiß so drüber gemacht, dass es so einen leichten Effekt hat, als würde da so Kristalle drauf sein. Ich finde es auch recht schön. Dann habe ich mir eine Form gegossen, und zwar die Tag-Form. Da habe ich das hier einmal getestet mit einem mit einem Tattoo. Das Tattoo ist nicht so toll geworden, aber das sollte einfach nur ein reiner Test sein, wie die Form allgemein rauskommt. Und ich fand die Form echt toll. Hoppala. Und habe da Halbperlen drum geklebt, das ist jetzt auch noch nicht ganz fertig. Dann habe ich hier schon einen, der schon total fertig ist. Fertig ist, und zwar von Schön und das Biest. Und es war eigentlich
Das verfälscht gerade die Farbe irgendwie. Das ist Gold. Das Resin hat sich in Gold gefärbt, weil diese Härte hier waren in Gold. Und jetzt sind sie ja Silber. Und das hat es total verfälscht. Aber ich finde trotzdem das total toll. Und hinten habe ich es halt weiß gelassen. Ich habe den Mold gegossen. Und zwar habe ich erst den weißen Hintergrund gegossen, weil das so eine Holzstruktur hat und das sieht ja dann, wenn das oben ist, blöd aus. Und habe dann die zweite Schicht gegossen quasi. Und das habe ich hier an so einem rosanen Schleifenband mit einem Herz und einem Schlüsselring. Dann habe ich einfach nur Sachen fertig gemacht, die ich schon ewig hatte. Und zwar einmal hier am diesen Rahmen hier mit diesem Love und diesem Herz habe ich hier an so einem Teil gemacht mit einem Herzschleifenband. Dann hier diesen Schmetterlingsrahmen habe ich auch nur einen Schmetterling dran geklebt und mit einem blauen Schleifenband gemacht. Gerade mal einen Moment. Ja, so. Dann habe ich hier noch einen Rahmen gemacht. Und die habe ich jetzt halt alle fertig gemacht mit Halbperlen und diesem schönen Band. Da habe ich hier zwei Anhänger, die noch nicht ganz fertig sind. Da habe ich einmal den Frosch und habe halt nur zwei Schichten gemacht. Die klare Schicht und die Glitzerschicht. Und hinten habe ich dann so ein Stoff drunter geklebt und ich bin da momentan voll, mache ich das voll gerne. Und hier dann mit dem Vogel habt ihr auch, also auch noch zwei Schichten. Und bei dem Frosch schaut es sogar ein bisschen hinten hier durch. Das seht ihr jetzt schlecht, aber man meint gerade, da sind da so kleine Sternchen drin und ich finde es total toll. Dann habe ich hier dieses fertig gemacht. Auch an so einem Band. Dann habe ich hier diesen Rahmen fertig gemacht. Auch ganz schlicht gehalten. Da so Perlen dran. In rosa. Und dann hier mein Cellulini Resinteil. Hab da so Blüten drauf. Also, ja, Blüten draufgeklebt. An einem hellblauen Band mit einem so einem grünlichen Stein und einem Schmetterling und so einem Made with Love Charm. Dann habe ich hier die Hello Kitty fertig gemacht. Und ja, so einem Band dran gemacht und so ein Herzcharm. Dann habe ich hier diese Rahmen, wo ich getestet habe. Fertig gemacht. Hier habe ich einfach nur so ein Handyband dran gemacht. Mal gucken, ob ich da noch was dran mache. Dann habe ich diese Eule fertig gemacht. Da habe ich so hell-lilane Strasssteinchen draufgeklebt mit einer Blume. Hier ist die Eule. Die ist halt. Ich habe nicht mehr gewusst, was für eine Farbe die Eule hat und habe halt lilane Stützchen gemacht. Aber das macht mir nichts. Dann habe ich hier diese Steinchen dran. Mit diesem Schleifenband. Dann habe ich diese Eichhörnchen fertig gemacht. Mit einem Blatt und einem hellblauen Band. Und dann habe ich hier ja diese Rahmen gemacht. Oh, das muss ich noch lackieren. Sonst erkennt man das ja gar nicht. Durch den. So. Einmal diesen Schmetterling, da habe ich so eine Metallblume draufgeklebt.
Und einmal hier diese Blume mit so Strasssteinchen. Dann habe ich mir wieder ein Engelchen gemacht. Den habe ich hier an diesen Charm gehangen, also an dieses Medaillon. Und da muss ich noch was, mir was überlegen. Weiß noch nicht was. Dann habe ich mir eine, möchte ich mir noch eine Form machen, und zwar von diesen Teilen da. Die nimmt man eigentlich für Schlüsselanhänger, wo man da was reinmachen kann. Zum Beispiel Kellerschlüssel, schreibt man Kellerschlüssel rein. Und ich habe jetzt mal getestet, ob man die so. Ich habe da mir 20 Stück gekauft für 50 Cent. Und da werde ich mir noch eine Mold von machen. Und ich habe die jetzt so weiterverarbeitet. Das ist auch ein Tattoo. Da habe ich mir die weiße Schicht gegossen, das Tattoo drauf und eine klare Schicht und dann Glitzersteinchen noch drauf. Und da habe ich dieses Fläschchen unten dran gehangen und das dann quasi als Schlüsselanhänger. Und das war's. Ich habe dann halt noch von den Teilen nochmal gemacht. Und zwar einmal dieses ohne Hintergrund. Dann einmal dieses auch ohne Hintergrund. Und einmal diese zwei Pferdchen ohne Hintergrund. Ah, und dann habe ich noch dieses hübsche Teil gemacht. Das sind auch nur zwei Schichten. Und da hinten drauf wird dann auch so eine Ding drauf kommen. Bin aber noch am Überlegen, welches. Ja, das wird ein Tassenuntersetzer. Und ja, das war's eigentlich. Sonst habe ich nichts gemacht. Auch nichts für Tauschpäckchen. Die habe ich alles schon soweit fertig. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Und doch, ich habe noch was. Und zwar habe ich wieder mal was mit Fimo gemacht. Und zwar einmal dieses Herz. Das möchte ich auch als Mold machen mit so einem Loch. Und einmal habe ich mir das Yin und Yang-Zeichen gemacht. Es schließt zwar nicht richtig, aber das ist mir egal. Ich werde mir die auch abformen. Finde ich total klasse. Ja, aber das war's jetzt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.